Da sind wir auch schon wieder bei Pillars of Eternity White March und wir stehen immer noch vor dem Zwerge Tarfos, der mit Sicherheit auch unsere Hilfe braucht. Wir gucken mal. Kandidiere zum Bürgermeister, haben sie gesagt. Die Arbeit ist ganz leicht, haben sie gesagt. Ich hätte in den Minen bleiben sollen. Er bemerkt dich und seine Augen weiten sich. Lucius, was führt dich denn zurück nach Starward? Du bist hier immer willkommen. Er strahlt dich an. Wie ergeht es Starward denn so? Wir haben viel wieder aufgebaut, die westliche Palisade ist repariert und ein schicker Händler hat sich dort niedergelassen, wo früher Cades Haus stand. Er deutet auf den Tempel. Außerdem haben wir wieder einen ordentlichen Abaddon-Tempel. Ich habe ohnehin nie verstanden, was die Ondriten in Starward wollten. Ich bin ziemlich beschäftigt, wenn's also sonst nichts gibt. Welche Verhandlungen meinst du denn genau? Eine Gruppe von Händlern aus Trutzbucht will ein Handelsabkommen mit Starward eingehen. Ihre Vertreterin Nesta wohnt in der Gräfenrast. Ich gehe aus dem Weg, weil ich keinerlei Erfahrungen mit Abkommen und Verträgen und all dem Zeug habe. Ich war Bergarbeiter, kein Diplomat. Vielleicht könntest du an meiner Stelle mit ihr reden. Er blickt dich hoffnungsvoll an. Als Bürgermeister würde ich dir die Vollmacht geben, für Starward zu verhandeln. Und warum genau glaubst du, dass ich in einer Verhandlung mehr Erfolg habe als du? Du bist der Held von Starward, der Mann, der die weiße Esse zurückgewonnen hat. Natürlich wirst du mehr Erfolg haben als ich. Ja, ich finde es gut, dass der so viel Vertrauen in unsere Fähigkeiten hat. Na gut, dann gehe ich mit Nesta sprechen. Danke, wie schon gesagt, du findest sie in der Gräfenrast. Ja, wo die Gräfenrast ist, das wissen wir mittlerweile. Und wir müssen aber vorher noch einmal mit Maneha sprechen. Die möchte nämlich auch sich mit uns austauschen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Die arme Frau hat ja eben erst erfahren, was da angeblich in ihrem Heiligtum vorgeht, zu dem sie ja hin möchte. I guess we should be flattered that someone sent those things after us. But I would have preferred a card. Wir sollten uns wohl geehrt fühlen, dass jemand diese Dinger auf uns gehetzt hat, aber mir wäre eine Karte lieber gewesen. Sie wischt sich Blut vom Hals, riecht an ihrer verschmierten Hand und zuckt mit den Achseln. Ich hatte Gerüchte über die Augenlosen gehört, aber ich dachte immer, der Name wäre eine Metapher. Though I would have called them Mace Hands of Doom, if anyone had asked me. Ich hätte sie wohl Kolbenhände des Untergangs genannt, wenn mich jemand gefragt hätte. Unverbindlich nicken. Nicken und lächeln, das ist immer das Beste bei verrückten Leuten. So, wie sie auch heißen mögen, sie werden durch meine Hand fallen. See, this is what I like about you. Siehst du, das mag ich so an dir. So, this is the mysterious army you've been dreaming about, huh? It's a wonder you're getting any sleep. Das ist also die rätselhafte Armee, von der du geträumt hast, ja? Ein Wunder, dass du überhaupt noch schlafen konntest. Deswegen sind wir auf dem Weg zur Abtei, um sie aufzuhalten. I'm regretting all of my decision-making up to this point. Sie seufzt. Ich bereue jede einzelne meiner Entscheidungen, die mich hierher geführt haben. Still, I guess a suicidal plan is better than none. Aber ein Lebensmüterplan ist immer noch besser als gar keiner. Keine Sorge, wir finden auch den Salzbrunnen. I know, it's just, Ich weiß, aber... Sie grummelt verzweifelt vor sich hin. Knowing that I'm finally close to getting rid of this memory, it feels like it's crowding my head that much more. Zu wissen, dass ich endlich kurz davor stehe, diese Erinnerung loszuwerden, lässt sie in meinem Kopf nur noch größer werden. Sie geht auf und ab und dreht sich eine Haarsträhne um den Finger. It's been with me for decades. Driven me halfway across the known world. Ich trage sie seit Jahrzehnten mit mir herum. Ich bin um die halbe bekannte Welt vor ihr davongelaufen. Sie wirft die Hände in die Luft. Ja, es wäre einfacher, wenn du mir einfach sagst, an was du dich erinnerst. Obwohl, eigentlich, ja, ne? Kann eigentlich gar nichts anderes sein, ne? Das klingt nach einer ungesunden Beziehung. But without makeup sex. Ja, aber ohne Verwöhnungskopulation. Sie bleibt stehen und seufzt. It's time I told you what I did. Es ist Zeit, dir zu erzählen, was ich getan habe. Lass dir Zeit. It was a war. Centuries ago, before Edirian unification. Es war ein Krieg, vor Jahrhunderten, vor der Edoranischen Vereinigung. Sie verschränkt die Hände vor sich. I was a soldier then. Led a campaign across the northern forests to subdue some of the outlying Kalklin villages. Brutal work. Ich war damals Soldat. Ich habe in den nördlichen Wäldern einen Feldzug angeführt, um einige der abgeschiedenen Kulklin-Dörfer zu unterwerfen. Brutale Arbeit.
Und weiter? Lost a third of my forces to the forest and another third to the elven scouts hiding in it. By the time we reached the first village, we'd crushed their defenses and they'd bled us. Ein Drittel meiner Truppen habe ich in den Wald verloren, ein weiteres Drittel an die Elfenspäher, die sich darin versteckt hielten. Als wir das erste Dorf erreichten, hatten wir ihre Verteidigung zerschlagen und sie hatten uns fast ausbluten lassen. Sie schüttelt den Kopf. Wasn't much more than children and the elderly left. But they spit on us when we marched into town. Es waren fast nur noch Kinder und Alte übrig, aber sie bespuckten uns, als wir in das Dorf einmarschierten. Sie verzieht zornig das Gesicht. Ihr Blick ist kalt. The village elders surrendered and offered us lodging in the old meeting hall. And when the sun set, they tried to burn it down around us. Die Dorfältesten ergaben sich und boten uns den alten Versammlungssaal als Schlafsaal an. Als die Sonne unterging, versuchten sie ihn um uns herum niederzubrennen. Sie schließt die Augen. They barely got a flame going, but that wasn't the point. Sie konnten nicht einmal ein ordentliches Feuer entfachen, aber darum ging es nicht. Sie haben euch hintergangen, nachdem sie sich ergeben hatten, ein ernstes Vergehen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wollten ja ein bisschen mehr in Richtung düsterer Schreiter gehen. Nicht gegenüber unserer eigenen Gruppe, aber gegenüber der Welt. Du musstest ein Exempel an ihnen statuieren. Figured you'd understand. Ich dachte mir, dass du es verstehen würdest. In their defiance, I saw months more of pointless, bloody battle, as we fought for the rest of the region. I had to break them. And I had to send a message to the rest of the villages. In ihrem Trotz sah ich Monate voll von weiteren sinnlosen, blutigen Schlachten um den Rest der Region. Ich musste sie brechen und ich musste den übrigen Dörfern eine klare Botschaft senden. Ihre Hände zittern, als sie sie anhebt, um ihr Gesicht zu bedecken. So I nailed every last one of them to the trees around the town and left them there to die. Also habe ich jeden einzelnen von ihnen an die Bäume im Dorf nageln lassen und sie dort sterben lassen. Okay, das war eine durchaus heftige Reaktion. Tja, das ist natürlich grauenhaft, aber du hast keinen Grund, eine 500 Jahre alte Erinnerung mit dir herumzuschleppen. So I've tried to tell myself. Das habe ich auch versucht, mir einzureden. Anyway, we should get going. Jedenfalls müssen wir jetzt weiter. Sie schultert ihr Gepäck und du erhaschst einen kurzen Blick auf etwas Seltsames darin, ein dickes Stoffbündel, das in Leder eingewickelt ist. Was meinst du? Something I've been saving for better days. Etwas, was ich mir für bessere Tage aufgehoben habe. Sie steckt es weg. Lass uns gehen. Na, das würde ich jetzt schon gerne rausfinden, was sie denn da für bessere Tage aufgehoben hat, aber ich denke, wir werden noch die Gelegenheit bekommen, uns mal ausführlicher mit ihr zu unterhalten und dann auch rauszufinden. Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also dass sie diese Geschichte mitnimmt, ist klar, aber ich denke mal, sie hat in ihrem Leben deutlich andere Dinge getan, die auch grausam waren. Sie war ja lange Zeit auch eine Piratin, also insofern muss da noch mehr dahinter stecken und ich vermute mal, dass das, was auch immer in dem Bündel drin ist, mit Sicherheit etwas damit zu tun hat. Nächster war diejenige, mit der wir verhandeln sollten, ne? Bitte setz dich! Sie blickt sich in der Taverne um. Ich kann die Gesellschaft brauchen. Tarfos schickt mich. Ich bin hier, um in Stalwarts Namen das Handelsabkommen auszuhandeln. Endlich! Ich habe mich schon gefragt, ob Tarfos mich vielleicht vergessen hat. Ich will zuerst die Fischerei von Stalwart sehen. Meine Mandanten haben Sorge, dass sie ein Hindernis für Stalwarts Wohlstand darstellen könnte. Wir treffen uns davor. Ja, dann hau doch einfach ab. Lass mich halt hier stehen. Sind wir jetzt extra hier reingegangen, nur damit sie sagt, ja, lass uns direkt wieder rausgehen. Lass uns draußen treffen. Ja, danke schön auch. Hätte Tarfos auch eigentlich direkt sagen können, das sind so unnötige Wege, ne? In Rollenspielen nervt mich sowas manchmal, wenn es wirklich einfach absolut unnötige Wege gibt. Ich meine, es ist nichts zum Aufregen, aber da hätte Tarfos auch sagen können, oh, ich vermute mal, sie... Du hast deine Seele thrust into a cold metal vessel. Bend over and I'll show you. You mistake, Zawa. I admire your pain. It is unique. A beautiful gift. Says the man who's too far gone to feel any. Zawa hat immer Interesse an den Schmerzen anderer. Was wollte ich gerade sagen? Genau, man hätte ja auch einfach sagen können, gut, sie wartet wahrscheinlich schon... Was ist mit ihm los hier? Sie wartet wahrscheinlich schon vor der Fischerei auf dich, aber nein, unnötige Wege. Wenn du nach Müller suchst, sag Royce, dass ich sie nicht gesehen habe. Irgendjemand muss das Mädchen besser im Auge behalten. Ach stimmt, wir müssen ein Kind suchen.
Bei den Göttern ist das frostig. Bringen wir es schnell hinter uns. Ich wollte ja auch in die Fischerei gehen, aber der Gestank, bäh. Und ich bereue es, dass ich im Gasthaus den Fischeintopf hatte. Einer der Fischer hat gesagt, sie hätten einmal eine Leiche in einem Fass gefunden. Nein, das war sauer. Wenn du einen unbequemeren Platz zum Schlafen hast, bin ich gerne bereit, Vorschläge entgegenzunehmen. Den Unterlagen der Stadt zufolge exportiert die Fischerei zurzeit kaum etwas. Warum wird sie nicht einfach geschlossen? Sie bindet nur unnötige Ressourcen, die in der Weißen Esse und in den Minen besser genutzt werden könnten. Die Schließung der Fischerei könnte helfen, die Investoren zu überzeugen, dass Starward es wirklich ernst damit meint, seinen Wohlstand zu behalten und auszubauen. Ach so, wir können jetzt also darüber entscheiden, wie es mit Starward weitergeht. Ach du Jemine. Also wir müssen eine Lösung finden, die sowohl den Leuten aus Trutzbucht gefällt, aber auch eben Starward hilft, weil die Investoren wollen sie ja mit Sicherheit hier haben. Es bringt ja nichts, wenn wir die Investoren verprellen. Die Fischerei geöffnet zu halten, wird den guten Willen gegenüber zukünftigen Gesandten aus Trutzbucht fördern und auch die Bereitschaft zur Kooperation. Ja, viele der Einheimischen hier wirken auf mich recht stur. Ich denke, wir können die Fischerei als Zugeständnis der Investoren geöffnet lassen, wenn dadurch eine freundschaftliche Beziehung sichergestellt wird. Ich hätte gern mit dem Oberfischer gesprochen, aber offenbar wurde er aus der Stadt verjagt. Für gewöhnlich wäre das für die Investoren ein großer Grund zur Sorge, aber die Fischerei scheint in seiner Abwesenheit aufzublühen. Nun denn. Als nächstes gehe ich zu den Minen von Starward. Meine Mandanten sind besorgt, was die Sicherheit dort angeht. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. War es anscheinend doch eine gute Entscheidung, dass wir den Oberfischer hier aus dem Dorf gejagt haben? Denn jetzt blüht die Fischerei auf. War er also doch nicht derjenige, der hier unentbehrlich ist für die Dorfgemeinschaft? Wollte er sich damit nur rausreden? Da kriege ich ja direkt einen leichten Drang, ihm nochmal eine Nackenschelle zu verpassen. Weil das ist irgendwie, also, ja, na gut. Wir wollen nicht weiter drüber reden. Der Mann ist fort und damit ist die Sache erledigt. Ich schwöre, dass in der Mine seltsame Dinge vor sich gehen. Ach, hier ist noch eine ganze Höhle. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Verstreute Flecken von gelbem Puder bedecken die Oberfläche der Fässer. Der Gestank von Schwefel hängt in der Luft. Was gehen denn da für seltsame Dinge vor? Ist sie vielleicht in die Mine gerannt jetzt? Wir waren noch überhaupt gar nicht in der Mine. Während des gesamten ersten Teils von White March waren wir nicht in der Mine. Was habe ich da wohl alles verpasst? Ich will es gar nicht rausfinden. Wobei, vielleicht können wir es jetzt rausfinden. Ich glaube nämlich nicht, dass die Quests vom ersten Teil jetzt weg sind. Die könnten wir eventuell noch machen. No, please! You've got the wrong man! I don't remember any of this! Quiet! We'll get the truth out of you soon enough! Take him away! Vorarbeiterin Ismay. Eine Frau mit strenger Miene nähert sich dir. Ihr ohnehin schon beeindruckend skeptischer Ausdruck wird durch ihren leichten Unterbiss noch betont. Sie verschränkt die Arme. Nächster hat gesagt, dass jemand kommen würde. Pass auf, wo du hintrittst, denn diesen Minen wimmelt es immer noch von allen möglichen Getier. Wir konnten die Schächte noch nicht säubern. Natürlich hast du auch Erfahrungen in solchen Dingen. Dir haben wir es wohl zu verdanken, dass die Batterie wieder offen ist, heißt es. Ich bin Ismay, die Vorarbeiterin. Wir sind hier ununterbrochen am Arbeiten, seit die Feuer der Batterie wieder brennen. Etwas zu ununterbrochen für meinen Geschmack. Schön, dass ich mir einen Namen gemacht habe. Nun ja, wenn du auch nur halb so gut bist, wie es heißt, könnten wir deine Hilfe definitiv gebrauchen. Das ganze Getier hier ist schon schlimm genug. Ein Mord hat uns gerade noch gefehlt. Mord ist meist recht unfreundlich. Die Leute in Starward haben natürlich ihre Fehden und Streitigkeiten, aber das ist noch einmal etwas ganz anderes. Du hast vermutlich gesehen, wie Garmel weggeschafft wurde. Wir haben ihn bei der Leiche eines anderen Arbeiters gesehen, Samet. Wir haben in letzter Zeit einige Arbeiter verloren. Die meisten sind einfach verschwunden. Samet ist die erste Leiche, die wir finden. Wir haben zwar Garmel geschnappt, aber wir konnten die Leichen nicht finden. Weißt du, wenn uns jemand helfen kann, dann du. Ich würde den Familien dieser Bergarbeiter gerne Antworten geben können, selbst wenn es schlechte Neuigkeiten sind. Immer dieses Wohltätig. Erzähl mir mal was über Garmel. Ich kannte ihn nicht sonderlich gut, hätte jedenfalls nie gedacht, dass er ein Mörder ist. Ich würde sagen, du solltest ihn selbst fragen. Vielleicht sagt er dir ja, wo er die Leichen versteckt hat. Was weißt du über das Opfer, Samet? Der arme Samet. Seine Leiche liegt im östlichen Tunnel.
Es heißt, du hättest ein Talent dafür, die Geschichten hinter Leichen zu ergründen. So wie die Leute aus der Dunrödstraße, oder? Mhm. Wie die Leute aus der Dunrödstraße. Keine Sorge, ich werde mich darum kümmern. Danke für deine Hilfe. Wir können sie wahrlich brauchen. Ja, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich. Jawohl, was willst du wissen? Also, warum sind diese Minen so wichtig? Die Nachfrage nach Erz ist gestiegen, seit du die Batterie geöffnet hast. Jeder will ein glänzendes Stück Durganstahl besitzen. Nun, die Batterie wurde von den Beben schwer getroffen. Nachdem die Minen dort eingestürzt sind, sind wir die einzige Quelle in der Stadt. Und wie steht's um die Minen? Die Bestien werden nicht so bald verschwinden. Jetzt, wo Gamel jemanden umgebracht hat, denken die Leute wahrscheinlich, wir sollten diese Tunnel wieder in Frieden lassen. Ich glaube nicht. Das haben wir schon gehört, ne? Ja, das haben wir schon gehört. Gut, ich kümmere mich drum, ich gucke mir das an, ich habe hier jedes Problem gelöst. Wir sind ja der Held von Stalwart und das sind wir ja nicht umsonst, ne? Schauen wir uns mal hier drin um. Aber das ist ja natürlich jetzt doof. Jetzt, wo die Investorin hier kommt aus Trutzbucht, jetzt passieren hier die Morde. Na danke, Gamel. Vielen, vielen Dank auch. Geht aber tief runter da drüben. Sind die Minen denn groß? Erdbeben. Hätte nicht auf die Karte gucken sollen. Ich glaube, das Öffnen der Karte hat ein Erdbeben ausgelöst. Stalwart Miliz. Samets Leiche liegt ausgebreitet da. Du siehst, dass seine Kehle herausgerissen wurde und sein Gesicht von tiefen Kratzern übersät ist. Seine Handflächen sind leicht gelblich gefärbt. Ah, die guten alten Xaurips. Die haben auch schon lange nicht mehr gesehen, oder? Die haben sich ziemlich ferngehalten von uns. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Wir hatten so eine innige und tiefe Beziehung. Das trifft mich. Das tut tief in meinem kleinen Herzen, tut das weh. Aufgestiegen, ja Mensch. Ich glaube nämlich, jetzt haben die Leute hier gerade die letzte Stufe erreicht, die sie erreichen können. Nämlich Stufe 16. Ja. Könnten natürlich gleich mal aufsteigen, dann müssen wir das nicht nächste Folge machen, ne? Machen wir das einfach mal ganz schnell. Pass auf, du hast noch 6 Punkte dazu bekommen, du könntest nochmal Überleben bekommen. So, was, ach du Jemini, jetzt müssen wir hier schon wieder was auswählen. Anfälliger Angriff, durchdringender Schuss, unterbrechende Hiebe, ja, das klingt doch ganz nett. Der Heiligmacher, Schaden gegen Gefäß, nein, unterbrechende Hiebe scheint mir das Richtige zu sein. So. Er sieht schon ein bisschen martialisch aus mit deinem Helm, ne? So, sie bekommt, ja toll, das kann ich nicht mehr steigern, aber ganz ehrlich, ich bin auch überzeugt davon, dass wir es nicht mehr steigern müssen. Deswegen bekommt sie jetzt alles auf Athletik und noch ein Punkt auf Überleben und einen auf Heimlichkeit. Ja, dann hat sie Athletik und Mechanik, dann ist sie die geborene Diebin. Sieht auch 1A wie eine Diebin aus. Muss sagen, die Rüstung passt ganz gut zu ihrer Federfarbe, ne? Das hat irgendwie was. Das hat was, ne? So. Können wir ihren Hintern angucken. So. Was können wir mit ihr noch nehmen? Beschwörung, Offensiv. Naja, mal hier, gucken wir mal. Ununterbrechende Hiebe bekommt sie dann auch. Dann können wir nämlich auch alles unterbrechen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Fähigkeiten, die nutzen wir ja sowieso nicht wirklich, ne? Also insofern ist das auch nicht so dramatisch, wenn wir da jetzt irgendwas auswählen. Da wird uns schon kein Himmel für auf den Kopf fallen. Durchbohrendes Siegel, große Zauberbuchprägung. Bollwerk der Elemente, Schwarzbogen. Bollwerk der 100 Punkte brennen, Schadensschild. Achso, das macht Schild. Okay. Wundschaden geschwächt für 16 Sekunden. Genauigkeit plus 10 gegen Tapferkeit. Ein trockener Wind bläst über das Schlachtfeld und fügt jedem im Zielgebiet reinen Schaden zu und lässt ihn geschwächt zurück. Oh, reinen Schaden. Das kann man nicht mal mehr durch Rüstung umgehen. Ja, dann nehmen wir noch den welkenden Wind, oder? Oh, wenn ich jetzt wüsste, was ich hier nehmen könnte. Ich weiß es nicht. Gehärteter Schleier? Na, nicht unbedingt. Bonuszauber der Stufe 4. Komm, wir nehmen Bonuszauber mit dazu. So. Haben wir zwar noch nie benutzt, aber haben wir jetzt einfach mal. Na gut, es gibt hier in den Minen wahrscheinlich genug zu erkunden, ne? Ach, guck mal, die toten Minenarbeiter hier unten, die hier rumliegen. Die können wir auch noch plündern, da sage ich doch nicht nein. Das lassen wir doch nicht einfach liegen. Da wäre ich doch bekloppt. Lass mal gerade schauen. Da oben geht's jetzt rein. Wo auch immer das hier hinführt. Ich höre Schritte. Hört ihr sie auch?
Und wo diese Schritte herkommen und wer diese Schritte verursacht, das werden wir natürlich in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem höchst diplomatisch verhandelnden Tschüss.